Hallo, es ist 4:30 Uhr, also 4:30 in der Früh. Wir haben gerade im Kühlschrank einen Zettel gefunden, wo drauf gestanden ist, dass ihr nicht glaubt, dass der Hund an einer natürlichen Todesursache gestorben ist, so wie es der Tierarzt erzählt hat. Das haben wir aber eh auch schon gewusst, dass das nicht so ist. Es ist relativ am Anfang gestanden, dass der Hund, weil wir haben vom Tierarzt den Zettel gelesen und da ist drauf gestanden, dass der Hund Messer, Gabel und keine Ahnung was für Besteck einstecken. Im Rachen bzw. im Magen hatte und er ihn einschläfern musste, weil er sonst gestorben wäre. Okay, dann gehen wir noch ins Wohnzimmer. Ich war schon in der Garage, da war nichts. Ah, schau, da liegen jetzt Batterien. Aber wir brauchen hier keine. Also, das ist der da drüben, der da. Was war jetzt? Ah, schau, da ist ein Zettel. Was ist jetzt los? Ah, schau, Bäume. Hoppala. Und weg ist. Aber schau, das. Nein, da ist kein Zettel. Mist. Das hat mich schon gefreut, dass da was ist. Okay, der Affe ist da rumgefahren. Na dann. Er schaukelt, okay. In der Küche war gerade was, da wird nicht wieder was sein. Okay. Das heißt, wir. Was ist das? Achso, ist nur Licht. Ich habe jetzt voll geglaubt, da ist ein Viech, so eine Spinne oder sowas. So, na gut, dann gehen wir mal ins Arbeitszimmer. Da kam ja die Eisenbahn her. Also, das ist sie hergekommen. Und das haben wir das Zettel schon Unter gelesen. besonderen Umständen ist es möglich, dass der Hass und Wille eines besonders bösartigen Menschen dazu führt, Ja. dass sein Geist diese Welt nicht verlassen kann. Stattdessen sucht er jene Menschen heim, die er für seinen Tod verantwortlich macht. Ist es etwa dieses Arschloch? Sucht er uns in diesem Haus heim, weil er überführt werden könnte? Kann in Gegenstände fahren und als Poltergeist Unheil anrichten? Möglich ist auch die Beherrschung von Menschen, als auch die spirituelle Geiselnahme anderer Geister. What the fuck? Andere Geister. Etwa meine Kinder. Sind sie noch hier? Lässt er sie nicht los, weil sie ihn indirekt ins Gefängnis gebracht haben? Arme Seelen. Unter Gefangenschaft können befreit werden, indem ein besonders wichtiger Gegenstand aus Lebzeiten verbrannt Also wird. wir müssen irgendwas in den Ofen hauen anscheinend. Es löst den letzten Faden zu dieser Welt und somit auch die Verbindung zum Poltergeist. Und es ist 5 Uhr. Ich schneide euch den Ladebildschirm wieder raus und wir sehen uns gleich um 5 wieder. Lasst ein Like da, abonniert mich und ja, bis gleich. Danke fürs Zuschauen. Ich muss die Lieblingsspielzeuge der beiden Kinder finden und verbrennen. Noch eine Stunde bis Tagesanbruch. Es ist 5 Ich Uhr. muss die Lieblingsspielzeuge der beiden Kinder finden und verbrennen. Ich bin gerade 20 Minuten planlos herumgelaufen. Wenn ihr das sehen wollt, wie man dann verwirrt wird, weil plötzlich dann Puppen auftauchen und Hasenjagd ist und so. Deshalb habe ich neu geladen. Dass ich nochmal von vorne anfange. Interessant. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Auf jeden Fall muss da irgendwo was sein, im Kinderzimmer, schätze ich mal. Okay. Ich verstehe es nicht. Nehmen wir mal was anderes.
Ich brauche eine Diskette, um den Computer benutzen zu können. Schon damals wurden Kinder mit Spielzeug und Süßigkeiten gelockt. Wenn das nicht geholfen hat, griff der Täter zu drastischeren Maßnahmen und bedrohte die Haustiere, bis die Kinder zwangen, in den Eiswagen zu steigen. Ich verstehe nicht, was ich tun muss. Ich brauche eine Diskette, um den Computer benutzen zu können. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt nochmal daran. Also ich habe jetzt auf jeden Fall beschlossen, dass ich nach Zetteln suche. Ja, den haben wir schon gelesen. Weil nach Spielzeug habe ich jetzt schon gesucht, 20 Minuten lang oder länger. Bis jetzt. Okay, irgendwas ist passiert. Die Frage ist es hier passiert oder woanders? Ich brauche eine Diskette, um den Computer benutzen zu können. Jetzt ist die Puppe wieder da. Ich sehe nichts. Ich geh jetzt nochmal rauf ins Kinderzimmer. Na, ich weiß. Ich brauche eine Diskette, um den Computer benutzen zu können. Ich verstehe nicht, was ich tun muss und ich mache wieder genau das gleiche. Steht sie da oben? Na. Was ich im vorigen Spieldurchgang, wo ich planlos herumgelaufen bin, gemacht habe. Ich gehe jetzt in die Garage, da müsste dieses komische Spielzeug wieder herumliegen. Ja, da schau. Jetzt gehen wir nochmal ins Kinderzimmer. Nein, das ist alles genauso wie es vorher war. Okay. Gehen wir wieder raus. Dann gehen wir ins Wohnzimmer. Da war, ist nämlich vorher auch irgendwas passiert, wie ich dort war. Ja, 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 la. Genau, da hängen jetzt alle der Kopf über. Und zappeln noch. Nochmal ins Kinderzimmer. Und wenn jetzt wieder nichts im Kinderzimmer ist, dann weiß ich auch nicht. Und was soll ich ihn dann noch suchen? Da, jetzt ist er. Jetzt ist was da. Puh, das war jetzt. Puh. Wenn da jetzt nichts gelegen wäre, ich wäre, glaube ich, auszuckt. Okay, lesen wir's. Mein Kreisel, der dreht sich. Der dreht sich so lang. Mein Kreisel, der dreht sich. Bis ich ihn fange. Solange er sich dreht, dreht die Welt sich mit. Solange er sich dreht, drehe ich mit ihm mit. Na schön, dass im Malbuch ein ganzer Aufsatz über einen Kreisel steht. Ich habe in dem Spiel keinen einzigen Kreisel gesehen, glaube ich. Glaube ich. Also. Okay, das sind wieder Bücher. Kreisel. Ah.
Da ist kein Kreisel. Ja, ich weiß, was da alles. Ich weiß schon auswendig, was da überall drin ist. Ich habe bereits 5 ja, Kerzen. Ja, ja, du hast schon deine Kerzen. Ja, ist schön für dich. Okay. Wir suchen einen Kreisel. Ich hoffe, wir suchen wirklich einen Kreisel. Das war's nicht. Ja, ich bin jetzt schon wieder gerissen. Ist er wahrscheinlich wieder im Kühlschrank, ne? So, da kommt wahrscheinlich wieder der Clown aus der Toilette. Na, diesmal nicht. Aha, interessant. Was jetzt? Was ist jetzt passiert? Ich hab's nicht gesehen. So, schau's. Ja? Ja, du bist auch kein Kreisel, du. Vielleicht suchen wir ja nicht mal einen Kreisel, ne? Das ist ja das Blöde, das weiß man bei dem Spiel nicht. Ich glaube, da liegt der Stiefel. Ja, die eingeschweißten Jeans. Ganz wichtig. Aha, jetzt liegt es wieder da. War es nicht gerade schon mal da? Unter besonderen Umständen ja, das haben wir ist schon es gelesen. Möglich, dass der Hass und Wille eines besonders bösartigen Menschen dazu führt, dass sein Geist diese Welt nicht verlassen kann. Ja, ich geh jetzt nicht in die Küche. Geht's mal daran. Da ist nix. Da kommt der Clown wieder raus, wahrscheinlich. Ja, genau. Aber ich sehe trotzdem keinen Kreisel. Vielleicht ist der Kreisel echt in der Garage. Ich finde es so lustig, dass Horrorspiele immer so gern Quietschenden haben. Da ist der Kreisel. Na, schau dir das an. Puh. Tanzfeuer mit dir. Das war das Erste. Fehlt nur noch das andere. Und der Spuk ist vorbei. Ja, das andere. Und woher finde ich das andere? Woher weiß ich, wo das ist? Oh, 5:30 ist. Weiter geht's. Cool. Naja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like da. Ich schneide euch den Ladebildschirm wieder raus. Und ja, bis gleich. Danke fürs Zuschauen.